Yo Leute, ich bin wieder zurück und nehmt dieses Video bitte vollkommen ernst. Ich hasse jeden YouTuber, den ich in diesem Video angesprochen habe und wünsche ihnen den Tod. Ich war dann irgendwie rein zufällig auf meinen Kommentaren. Leute, ich glaube, ihr habt mich vermisst. Deswegen klatsche ich erstmal zweimal in die Hände. Nein, deswegen bin ich wieder zurück. Die Frage ist ja, warum war ich eigentlich ein halbes Jahr inaktiv? Interessiert keinen. YouTube Deutschland, was ist das eigentlich? Viele vergleichen es mit RTL. Viele vergleichen es mit einer Müllhalde. Beauty. Prank. 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 Beauty. Minecraft. Prank. Minecraft. Soziales Experiment. Hallo meine Süßen, ich bin's wieder, eure Katja. Schlimmer als RTL. Lernt mal irgendwie was Innovatives zu machen, was Cooles zu machen. Ich bin da auch kein Beispiel. Ich bin auch kein so gutes Beispiel. Ich habe bisher nur Schrott auf diesem Kanal gemacht. Deswegen werde ich heute was Innovatives schaffen. Juhu! Ja. Das Haarspray ist jetzt auch aus meiner Frisur raus, also können wir anfangen. So Leute, ich habe gerade was gefunden, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Warum machst du sowas, Digga? Kannst du nicht sowas reinstellen, Digga? Bist du blöd, Digga? Digga, ey. Moment mal, dieser Sprachgebrauch erinnert mich an ein Video von mir. Aber an welches? Ah, an das. Ich muss alles rausnehmen! Hab ich dich enttarnt? Ist Leon Mascher Hendriks Bodyguard? Ist er der, der mir droht? Aber 100 pro. Vor allem Leon, sehr witzig, wie du deine Pranks fakest und der größte Teil deiner Abonnenten es noch nicht mal checkt. Ich könnte auf die Straße gehen und würde niemals so einem dummen Menschen begegnen. Sehr interessant, wo du die alle herziehst. Oder sind das vielleicht Bots? Wenn ja, dann schick mal den Link. Hey, jetzt ohne Spaß, Mann. Wo kriegst du die her? Solche will ich auch haben. Die kaufen wenigstens mein Merch. Ach, ich hab ja kein Merch. Bei mir geht's ja nicht ums Geld. Was? Wie? Hab mir schon gedacht, dass dein IQ nicht für ausreicht. Verkackt! Jetzt mal ohne Spaß, ich habe jetzt ungefähr 100 Kanäle hier durchgeblättert und alle sind sie gleich irgendwie. Von 100 Kanälen keinen realen YouTuber. Schlimmer als RTL. Nee. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, war ein Speedpainting und das ist wirklich sehr gut und super angekommen. Sehr gut und super. Und ganz viele Kommentare wie, yo, mach weiter, yo. Noch mehr davon. Und dann dachte ich, gehe ich mal drauf ein und spring dabei noch nicht so offensichtlich wie die ganzen anderen YouTuber auf den Hype. Pokémon Go. Shit. Ihr kennt doch bestimmt Pokémon-Karten. Ich mache jetzt YouTuber-Pokémon-Karten. Es sind keine richtigen Pokémon-Karten. Es sind YouTube-Karten. Ja, okay, so innovativ ist es jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch nicht das Innovativste aus Innovativistan, aber immer noch innovativer als... Ja. Ich habe Brötchen gekauft. Ich habe Eier gekauft. Sucht sich aus. Sorry Leute für den kleinen Szenenwechsel, den letzten Take konnte ich leider nicht nehmen, wahrscheinlich ging es bei mir dort unten aufwärts. Was dann passiert ist, weiß aber leider nur noch mein Browserverlauf. Wie dem auch sei, es geht jetzt so weiter. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ich meine Community mehr in meinen Kanal einbinden kann. Wenn ihr gerade der Meinung seid, oh, so eine YouTuber-Karte wäre schon ganz nice, dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich werde euch dann analysieren, ein Klick ist garantiert und ich nehme jeden YouTuber zwischen 0 und 1 Quadrillion Abonnenten. Mann, bin ich fair. Und ihr müsst noch nicht mal Abonnent sein. Das ist ja keine Promo-Aktion. Als erstes werde ich eine Karte von mir machen und euch anhand davon die Spielregeln erklären, aber meine Karte mache ich im nächsten Video, denn das wird einfach den Zeitrahmen sprengen mit Analyse, Photoshoppen und die Karten erklären. Das wären gut und gerne nochmal 5-6 Minuten, die einfach auf das Video nochmal draufgehen und dann sich eh keiner anschauen würde, deswegen sage ich einfach, hoffentlich versteht ihr mich und bis zum nächsten Mal. Tag, Kinnas, da bin ich schon wieder.